Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, von Leisure Suit Larry. Wet dreams don't dry. Nasse Träume trocknen nicht. Es brummte hier. Wir haben uns gerade hier im Klo von Lefties verewigt. Ein bisschen jedenfalls. Ich gucke erstmal hier. Zeug habe ich genug. Nie wieder. Na klar, wir füllen da noch was rein. Da ist, was ist doch das? Irgendwas drin. Nein. Das fasse ich nicht einfach so an. Warum nicht? Dann nehmen wir den Becher. Ich habe genug ekliges Zeug für eine Nacht getrunken und wieder ausgekotzt. Ja, du sollst es doch bloß... Hallo? Ja, aufspießen. Das hilft mir nicht. Wir sind reich. Wir sind reich. Wir sind reich. Was ist besser als kein Dollar? Ein Dollar. Eine Viertel-Dollar-Münze. Ja, rein. Hier steht, wollt ihr ein schön Produkt ergattern, muss eine Golddublone durchs Getriebe rattern. Dollar nimmt die Maschine wohl nicht an. Aha. Okay. Eine Golddublone. Oh, hier. Vielseitig verwendbar. Sieht auch aus, als wäre sie schon mal verwendet worden. Oh, bitte. Oh, oh, oh. Damit könnte ich den Schleim wegmachen, aber meine Hände kämen näher, als mir lieb ist. Das lässt sich nicht kombinieren. Warum nicht? Einfach reinstecken. Das hilft mir nicht. Wir brauchen noch irgendwas anderes. Was ist das? Fühlt sich feucht an. Nein, Letty. Sieht so aus, als hätte da mal ein Poster gehangen. Eine Rolle reicht mir. Okay. Ach da, den habe ich übersehen. Siehst du? Okay, ich würde mal sagen, wir machen eine Schrubberbürste draus. Das habe ich ohne Ingenieurstudium hinbekommen. Ah. War das vielleicht ein Verweis auf, wie hieß es? Magna Cum Laude? Okay, jetzt. Das war schlecht, vorsichtig. Das Spiel. Da ist eins von diesen leuchtenden Rechtecken drin. Okay. So ein leuchtendes Rechteck. Nehm mal mit. Bewegungsalarm! Bewegungsalarm! What? Gesicht nicht erkannt. Fingerabdruck nicht erkannt. Geruch nicht erkannt. Identifizierung was? Erforderlich. Und mein Name ist Larry, Larry Leffer. Wie läuft's denn so süße? Hallo, Test, Test. Hier, komm. Mein Name ist Larry. Larry Leffer. Stimme nicht erkannt. Raum nicht erkannt. Ortung nicht möglich. Erklärung. Erklärung. Ich hab den Spotter weggemacht. Sei mal dankbar. Bist du Jim? Wo soll ich rubbeln? Bist du ein Sexroboter? Wo soll ich rubbeln? Starte Sicherheitsprotokoll. Bringen Nein. Sie mich sofort zurück ins Hauptquartier. Was? Zuwiderhandlung wird verfolgt. Rede, sonst stecke ich dich wieder in den Schmodder. Hautkontakt mit dieser Substanz wird nicht empfohlen. Okay, das klingt nachvollziehbar. Okay, was bist du überhaupt für ein Ding? Diese Information ist nur für autorisiertes Personal verfügbar. Sie sind kein autorisiertes Personal. Warum nicht? Ich bin vielleicht nicht motorisiert, aber autorisiert und sag ruhig du. Ich habe meine Autorisierung in der anderen Hose. Ich habe meine Autorisierung in der anderen Hose. Und sag ruhig du. Name und Angestelltennummer? Larry Leffer. Nummer... Drolf. 69. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Welches Hauptquartier? Prune Incorporated. Prune? Was soll das denn sein? Prune Incorporated ist ein Hardware- und Softwarehersteller, der vor allem für sein revolutionäres P-Phone bekannt ist. Ach das Gott. Bin ich. Und für seine vielfältigen Apps wie Timber, der modernsten P-Phone. Und offensten Dating-Software aller Zeiten. Das Hauptquartier von Prune befindet sich in New Lost Wages. Und dorthin willst du zurück? Geoortung nicht möglich. Bitte Aufenthaltsort angeben. Du kommst ins Klo, verrate ich nicht, der beste Pub der Stadt.
Der beste Pub der Stadt. Bitte genaue Adresse angeben. Wenn du nicht weißt, was der beste Pub der Stadt ist, kann ich dir auch nicht helfen. Sicherheitsalarm. Leite Selbstzerstörung ein. Was? 5, 4. Langsam, was? Langsam. Hey, meine Güte, bist du empfindlich. Das war ein Witz. 3. Selbstzerstörung angehalten. Bitte gib den derzeitigen Aufenthaltsort an. Nein. 2. Lefties. Selbstzerstörung angehalten. Ich habe Lefties lokalisiert. Ein Unter wird gerufen. Unter was? In was 24 Sekunden trifft dein Unterfahrzeug draußen ein. Ach, kein Bitte Uber. Steig dort ein. Dann bin ich mal gespannt. Ist kein Unter. Ist kein Uber, sondern ein Unter. Ja. Kann man das da reinpacken? Das hilft mir nicht. Okay, hier ist auf alle Fälle irgendwas mit Gold, ne? Ein alter Münzautomat. Wo können wir denn hier raus? Ach, hier unten, okay. Eigentum der Ostindien-Münzautomaten-Kompanie, erbaut 1732. Lefty scheint den aber etwas optimiert zu haben. Ein bisschen. Guck mal, hier hinten, da bewegen sich sogar die Palmen. Krass. So, wo ist das unter? Lefty? Kann ich dir helfen, Larry? Ja. Also, nein. Bis später, Lefty. Und du, Becky? Genug Smalltalk, Baby. Wie wär's, wenn wir endlich, du weißt schon, zur Sache kommen? Du meinst, wir sollten uns verlinken? Was? Also körperlich. Ja? Was? Was? Wartest du hier auf jemanden? Außer mir? Naja, mein Timber-Date kommt wohl nicht mehr. Der Typ hat mich wohl versetzt, ey. FML. Echt doof. Dieser Lance macht auf Bildern echt was her und wäre super für meine Selfies. Aha. Warum guckst du dauernd auf dieses leuchtende Ding? Ich weiß. Das ist total veraltet. Schließlich kommt in ein paar Stunden schon das neue Modell raus und ich sollte mich mit diesem Ding hier gar nicht mehr blicken lassen. Ich mache dann einen Livestream von der Schlange beim Laden. Ich bin total excited. Aber was da immer für hässliche Nerds abhängen. Sprichst du immer noch von diesen Dingen in deiner Hand? Jetzt hör auf damit. Ich hab doch schon zugegeben, dass das uncool und alt ist. Sowas von letztes Jahr. Sei nicht so gemein. Okay. Bis später. Das Schlimme ist, das ist auch fast noch real, ja? Für viele. Die Frau aus dem leuchtenden Rechteck. Ich darf sie niemandem zeigen. Wieso nicht? Ja, zeig sie ihr. Ich will es nicht noch mehr verärgern. Ach so, das Ding. Ich hab, wir sollen rausgehen, ne? Da ist das Unter. Hi. Leuchtendes Rechteck? Ja. Warum heißen die Taxis jetzt Unter? Und warum hat es kein Taxischild? Suche Taxi. Information gefunden. Taxis sind eine antike Fortbewegungsmethode, die durch hochmoderne Unterwagen ersetzt wurden. Unter ist eine Tochtergesellschaft der Prune Incorporated. Ja. Kannst du mir mehr darüber sagen, was in den letzten Jahrzehnten alles passiert ist? Ich muss es nicht sagen. Ich kann es dir zeigen. Soll ich das tun? Gern. Starte Videorückblick. Ah, der gute Ronald. Was wohl aus dem geworden ist? Oh. Oh je. Oi. Und dann aber doch nicht. Jetzt kriegt er einen kompletten Rückblick. Genau das hätte ich auch. Oh Gott. Oh, das ist neu. Was, der? Oh, bitte Trump. Der? Trump bitte auch. Das alles zu verdauen wird einige Zeit brauchen. Ach so, ja. Muss ja. Ich nicht dem Fahrer sagen, wohin es geht? Das weiß er schon. Woher? Ich habe es ihm gesagt. Du hast doch gar nicht mit ihm gesprochen. Ich habe es ihm auf sein Smartphone geschickt. Smart was? Sein leuchtendes Rechteck. Ach so. Das ist Magie, oder? Nein. Ich muss ehrlich sagen, ich mag die Stimme. Die Stimme ist absolut passend.
Vor allem, so, ach so. Ja, also, die Emotion. Ich bin da gerade ein bisschen Dings, ne? Wie heißt du eigentlich? Ich habe keinen Namen. Jeder hat einen Namen. Du kannst dir einen aussuchen. Oh, dann. Bo Kim Cindy Madonna. Kim Wilde, Cindy Crawford, Bo Derek und Madonna. Kim? Auswahl gespeichert. Wir erreichen gleich unser Ziel. Verdammt, ich habe gar kein Geld, um die Fahrt zu bezahlen. Sie ist schon bezahlt. Hast du es auf sein Smartphone geschickt? Genau. Jetzt sei mal ehrlich, das ist doch Magie. Ah, herrlich. Leisure Suit Larry. Wet Dreams Don't Dry. Das hätte ich in die erste Folge packen sollen. Ist vollkommen egal. Ich mag es jetzt schon. Ja. Was ist das denn für ein Gebäude? Das Hauptquartier von die Pflaume. Die Pflaume. So viel konnte ich mir schon zusammenreimen. Dir ist aber schon klar, dass das Ding eher nach einem Pen. BJ hat das Gebäude persönlich entworfen und er nimmt Kritik sehr persönlich. Ach so, ja. Ich mag auch einen BJ. BJ, Bill Jobs, der Big CEO Shops. Von Prune, mein Erfinder, mein Herr und Gebieter, das Zentrum meines Universums. Seine Hose leuchtet. Der hellste Stern am Himmel der Technologiekonzerne. Ah, nur ist gut. Der intelligenteste. Du bist ein Fan. Verstehe schon. Bring mich schnell zu ihm und niemand anders darf mich sehen. Ich bin ein streng geheimer Prototyp. Jetzt mach nicht so einen Stress. Du hast im Lefties in einem Haufen Glipper gesteckt. Das ist nicht gerade streng geheim. Ich weiß selbst nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Schätzchen, dir geht es wie mir. Wo soll ich dich hinbringen? Nach oben. Das sieht aus wie ein riesengroßer Pin. Dort ist BJs Büro. Bitte. Och, Bitte. Genau. Bitte. Das muss es sein. Guck mal, das sieht aus wie der Flaue. Also bitte, mehr Anspielung geht's gar nicht. Ein Aufsteller ohne Inhalt. Ja, mit. Hier könnte man einen Flyer anbringen. Okay. Oh, ein Trinkbecher. Und sogar einer, der nicht recycelt. Also, der ist gut. Also so ein mehrfach benutzbarer hier. Genau. Mit Getränke warm oder kalt. Genau, guck mal hier. Oh, der arme Vogel. Vogel! You're nothing without it. And you. Wie hieß er? Big Jobs? Ich hätte auch gern BJ. Ein Puste-Job, ja. Hier ist aber nichts. Wir müssen hier rein, okay. Wow. Guck mal hier vor, ja. Zukunft schon heute. Danke. So geht's mir schon den ganzen Tag. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Nach oben in das Skyloft. Dort ist BJs Büro. Brainiac Bar? Das, ich meine, das ist eine Apple-Anspielung, ist das klar, weil es ist die Genius Bar bei Apple. Hi, Finlay. Er guckt, als wären seine Gedanken woanders. Tja. Hallo, könnt ihr... Und dann? Dann habe ich sie komplett enthüllt. Und dann? Dann habe ich den Ständer rausgeholt. Und dann, und dann, und dann? Dann habe ich sie auf den Ständer gesetzt. Ganz langsam. Oh. Ich musste sie mit beiden Händen packen und immer tiefer drücken. Oh Mann. Ich hoffe, ich kann mir auch bald so eine teure Soundanlage leisten. Und dann? Dann habe ich... Moment, wer bist du denn? Larry Leffer. Ich habe hier so ein Ding, das mich zutextet. Das will hier irgendwo hin. Was für ein Ding? Moment, ich habe doch gesagt, dass mich... Das hier. Niemand sehen darf. Ist das ein... Das ist doch... Das neue Modell. Der geheime Prototyp. Es ist wunderschön. Vielen Dank für die Blumen. Und jetzt steck mich wieder weg, bevor der Sabba auf mich... Okay, zu spät. Woher hast du... Wie... Das habe ich in einem Schleimhaufen gefunden. Wollt ihr es mal anfassen? Wie bekomme ich es zum Schleim? Ja. Wollt ihr es mal anfassen? Ja. Das dürfen wir nicht. Nur ganz kurz. Ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und Zweifel erdulden. Wegen so eines kleinen Dings. Ruhe jetzt.
Er soll mich in die Chefetage bringen. Und kein Wort zu irgendwem. Ja, Herrin. Okay, schnell. Da hinten ist der Lift. Hier hast du eine Zugangskarte zur einmaligen Benutzung. Was, das war... Und den Prototypen wieder weg. Das war notwendig. Entschuldigung, habe ich es jetzt kaputt gemacht? Meine Zugangskarte für das Prune-Hauptquartier. Okay. Worauf wartest du noch? Du kannst mit der Zugangskarte den Aufzug nur einmal benutzen. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Nach oben in das Skyloft. Dort ist BJs Büro. Guck mal hier drüben, für $1000 gibt's eine normale Kamera. Alles ist hier so futuristisch, aber die Kameras wirken sogar auf mich veraltet. Warum nur? Tja. Alles ist hier so futur... Okay, nimm mit. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr nach oben ja, in das... Ja, ich drück sie gerade mal weg. Was haben wir denn hier Hübsches? Uiuiui, das ist Keil. Können wir mit dem reden? Worauf wartest du? Ja, okay. Was haben wir noch? Das. Wir haben nichts weiter. Okay, wir fahren nach oben. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Okay, wir nutzen die Zugangskarte, um nach oben zu fahren. Prune Skyloft. Das ist eine einzige Katastrophe. Wie konnte das passieren? Wir untersuchen noch alles. Aber wir haben das Notsignal empfangen und der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Wer hat ihn? Das ist noch unbekannt. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ich werde ihn hochkant feuern, auf Schadensersatz verklagen. BJ. Und wenn das nochmal passiert, werde ich den ganzen Laden dicht machen. BJ. Was? Ganz ruhig. Der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Alles ist für die Präsentation vorbereitet. Es sind nur noch die letzten technischen Details zu klären. Wir sind im Plan. Ja, du hast recht. Ich sollte mich darauf konzentrieren. Hast du den Prototypen? Hat irgendwas zu kompensieren. Ich bin Larry Leffer. Ich habe keinen Prototypen in meiner Hose. Ich freue mich tatsächlich, dich zu sehen. Hallo Larry, der Prototyp würde uns aber tatsächlich mehr interessieren. Oder hast du mehr als einen Prototypen in deiner Hose? Oh. An mir ist alles echt. Und ich bin BJ, wie du sicher weißt. Aber das ist egal. Der Prototyp. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Larry. Es wäre mir eine Freude, wenn du endlich das Ding rausholst. Okay. Aber ich muss dich warnen. Der ist ganz schön groß. Stimmt gar nicht. Ich bin das dünnste Modell aller Zeiten. Ach so, du meinst dieses Gerät, das nicht die Klappe hält? Sie sind so flach, die Dinger. Hier. Kann ich dieses Ding für ein Date mit dir eintauschen? Haha, sehr witzig. Moment. Du meinst das ernst? Was ist das nochmal für ein Kerl? Du kennst ihn nicht? Nein. Unter welchem Stein hast du gelebt? Genau genommen, unter der Straße. Also, das ist Bill Jobs, der legendäre Gründer und CEO von Prune Incorporated. Und ein Genie. Und natürlich ein Genie. Bill Jobs, da wurde alles zusammengeworfen, ne? Bill Gates auf der einen Seite und Steve Jobs auf der anderen Seite. Aber ich glaube, das ging nur um das BJ, ne? Blaskovich. Was ist das überhaupt für ein quatschendes Ding? Das ist unser P-Phone. Hast du etwa keins? Nein. Wofür sollte ich so ein Gerät brauchen, das mich die ganze Zeit komisch anlabert? Nun, es ist ein Mobiltelefon. Ein Musikspieler, ein revolutionäres Kommunikationsgerät. Verstehst du? Es sind nicht drei Geräte, es ist ein Gerät. Es ist also auch noch schizophren? Irgendwann werde ich euch alle töten. Was? Was? Nichts. Was? Habt ihr das gehört? Sonst schleudere ich das auf den... Ja. Geh mit mir aus, sonst schleudere ich es auf den Boden. Wage es nicht. Ich wollte nur drohen. Geht das wirklich kaputt, wenn es runterfällt? Wir haben eine äußerst attraktive Zusatzversicherung im Angebot. Hält das Ding wenigstens die Klappe, wenn ich die abschließe? Kannst du mich jetzt endlich erlösen? Oh, danke. Endlich wieder in vertrauten Händen. Wir müssen den Prototypen durchchecken. Unsere leitende Ingenieurin muss ihn neu kalibrieren. Und dass mir sowas nie wieder passiert. Sonst hat das Konsequenzen. Also...
Was unser Date angeht... Du bist jedenfalls hartnäckig. Ja, das würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, interpretieren. Ich bin besonders hartnäckig. Die Traurigkeit davon anzuwählen. Oh, ich bin besonders hart. Neckig. Ja. Larry, ich habe keine Zeit für Verabredungen. Deswegen treffe ich mich nur über Timber. Timber? Die Dating-App, die wir hier bei Prune entwickeln. Die App, die das Liebesleben aller Menschen revolutioniert hat. Ach, die? Natürlich. Tolle App. Hab direkt 2 davon gekauft. Und nimm's nicht persönlich. Ich glaube nicht, dass dein Profil dort genug Punkte hat. Unter 90 Punkten nehme ich keine Anfrage an. Oh. So ein Zufall. Ich habe einen perfekten Score bei Safe Space. Ja. Ich dachte, ich hätte bei dir schon gepunktet. Wenn du meinst, du hast dir sowieso einen Finderlohn verdient, Larry. Yes. Hier, ein Gutschein für ein P-Phone. Den kannst du direkt unten im Laden einlösen. Dann kannst du dir auch Timber installieren. Und wenn ich da 90 Punkte habe, gehst du mit mir aus. Aber natürlich, Larry. 90 Punkte in Timber sind für einen Kerl wie dich doch ein Klacks. Geh nicht weg. Das wird nicht lange dauern. Wo ist dieser jämmerliche Typ denn ausgebuddelt worden? Ach, Larry. Tja, kauf ein P-Phone in der nächsten Folge. Alle kaufen nicht, wir kriegen. Haben wir einen Gutschein. Gutschein? Gutschein. Ein Gutschein für so ein leuchtendes Rechteck. Ach, cool. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.